Auf TikTok fragt man mich ständig nach irgendwelchen Streamern und wie ich über den oder jenen welchen denken würde. Dementsprechend habe ich gesagt, ich mache hier auf YouTube einfach mal die Reihe andere Streamer ganz groß und was ich über sie denke. So, wir fangen in diesem Jahr an mit Skurus, weil der hat mich am meisten überrascht. Ich habe Skurus immer dafür bewundert, dass er das so hart durchgezogen hat, auf Twitch wieder zurückzukehren, dass er sich den Weg erstritten hat gegen ein großes Unternehmen. Und ich muss ehrlich gestehen, bravo Skurus, hast du gut gemacht. Zwischendurch hast du dich leider wie ein kleiner Großkotz benommen. Entschuldige, dass ich das so sagen muss, aber ganz ehrlich, ich habe dich dann nicht mehr gemocht. Also, ich habe gerne immer vorher dein GTA-RP geschaut und so weiter und war auch immer mal wieder da und habe mir das so angeguckt. Aber irgendwann war der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, nee, sorry. Also, er ist jetzt wirklich ein Großkotz, das brauche ich nicht. Es gab dann auch noch eine Situation auf Twitter, ja, da hast du mich sogar blockiert, nur weil ich gesagt habe, dass es dir derzeit nur um große Streamer geht und du die Kleinen einfach alle außen vor lässt. Und da ging es um eine Situation mit 300 Zuschauern im Durchschnitt, sollten die Streamer mitbringen, dann würden sie auf deinen GTA-RP-Server kommen und so weiter. Und wir kleinen Streamer wurden eigentlich relativ außen vor gelassen. Ganz ehrlich, das habe ich dir dann damals gar nicht mehr verziehen, weil ich denen gesagt habe, nee, komm, so ein Großkotz möchtest du nicht folgen, hast du keinen Bock drauf. Eigentlich, wie gesagt, habe ich dich bewundert dafür, dass du das mit Twitch wahnsinnig gut durchgezogen hast. Und naja, ich habe dann gesagt, okay, weißt du was, leck mich am Arsch. Hab dich nicht mehr auf dem Schirm gehabt, hab bei dir auch gar nicht mehr reingeguckt, hat mich nicht interessiert. Dann ging irgendwann die Aktion mit Tanzverbot los und so weiter. Und da muss ich ehrlich gestehen, da habe ich dann schon hinter dir gestanden, weil ich gesagt habe, ey Mann, was da Tanzverbot labert, ist eigentlich Bullshit, weil im Endeffekt will er sich nur gut darstellen, will dich als negativ darstellen, aber im Endeffekt am Ende des Tages will jeder von den Streamern dort mit dem Arsch an die Wand kommen, sein Geld verdienen und ja, jeder macht das auf seine Weise. Und wenn du damit klarkommst, im Endeffekt Casino-Streams zu machen, ey, warum soll man dich dafür verurteilen? Du musst auch deine Knete reinkriegen für die nächsten Jahre, oder? Also, sorry, aber da bin ich auch nicht mit Tanzverbot gegangen, da bin ich bei dir schon mitgegangen. Aber eigentlich hatte ich dich da noch lange nicht wieder auf dem Schirm, wo ich gesagt habe, ja, okay, ne? Dann ging's los mit Shoyoka. Ich muss ehrlich sagen, Hut ab. Da wirklich Hut ab von meiner Seite, dass du das so toll durchziehst. Du hast dich nicht beirren lassen, du hast Fakten geschaffen, du hast im Endeffekt, bist du hingegangen, hast sehr souverän reagiert. Also ich muss ehrlich sagen, die Bubble um Shoyoka herum, was ich da für Scheiße gesehen habe und was ich da für Scheiße gelesen habe und auch teilweise vernommen habe in verschiedenen Videos, nicht nur in deinen Videos, auch in anderen, muss ich ehrlich gestehen, wirklich Hut ab meinerseits, dass du das so durchgezogen hast. Du hast Schneid, muss ich dir lassen, und Durchhaltevermögen. Alter Falter, da bist du absolut, ne? Ja, Bewunderung dafür. Hast du verdient. Alles im Allen muss ich ehrlich gestehen, ich gucke dich hin und wieder, ja, weil du eine coole Meinung zu vielen Dingen hast. Und ich muss ehrlich gestehen, ich bin froh drum, dass du diese komische Twitch-Phase, die du hattest danach, endlich abgelegt hast und wieder als normaler Typ durch die Gegend rennst und wirklich du selbst bist, wirklich endlich wieder deine eigene Meinung hast. Und kein Hate in dem Sinne produzierst, sondern wirklich restlos anständig mit Meinungen umgehst. Und das ist der Punkt, wo ich dich auch hin und wieder schaue, wenn ich denn mal Zeit habe. Also besten Dank dafür, Skurus, dass du wieder auf einem normalen Level läufst und wieder ein normaler Typ bist, der Spaß, wo es wirklich Spaß macht, auch wieder zuzuschauen. Also hin und wieder sieht man auch mal einen Kommentar bei dir drunter von mir, weil du einfach wirklich eine coole Socke geworden bist wieder. Hut ab dafür, bleib weiter so und damit ab zum nächsten.
Streamer, über den wir uns äußern würden. Wie gesagt, schreibt es unten in die Kommentare, über welchen Streamer ich wohl etwas denke oder was ich über welchen Streamer denke. Seien wir mal gespannt.